Gute Codekarte oder schlechte Codekarte? Gibt's das überhaupt? Um das rauszufinden, haben wir heute 20 Chilling Rain Booster oder schaurige Herrschaft. Und bei einem Greenscreen passt das natürlich wunderbar. Wir haben auf jeden Fall 10 Chilling Rain Booster, die theoretisch eine schlechte Codekarte sind. Und 10 Chilling Rain Booster, die eine gute Codekarte sind. So, ich habe jetzt 10 der schlechten Codekarten eingegeben. Und die Frage ist natürlich, wie messen wir das Ganze? In jedem Booster Pack ist eine Rare drin. Ich denke, ab Ultra Rare sagen wir einfach, das ist ein Hit. Also zum Beispiel bei einer V-Karte. Und 10 einfach mal die Hits. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob wirklich 10 schlechte Codekarten hier auch wirklich keine Hits bringen. Wenn man real zieht, hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass mit guten Codekarten da bessere Hits sind. Und ich ziehe hier einfach das Galazapdos V, die Alternative Art, diesem echten als physische Karte einfach super viel wert. Das ist einfach ein Mega-Hit hier. Und das mit einer, ja, mit so einem Green-Code. Okay. Da habt ihr jetzt schon das andere ordentlich aufzulegen. Meine Güte. Okay, also von wegen keine Hits. Und auch nicht auf dem Reverse-Slot. Ich meine, hier ist das natürlich ein bisschen anders. Hier sind halt keine 10 Karten drin, sondern nur 5. Und ich bin echt gespannt, ob das jetzt einfach nur so Zufall war. Und ein Hit quasi dann alles ist, was wir haben. Oder ob noch mehr kommt, das ist auch halt nur eine Rare. Zählen wir jetzt mal nicht als Hit, ne? Weil, wie gesagt, eine Rare ist halt in jeder Packung drin. Da muss schon sowas kommen wie eine Ultra Rare. Und bis jetzt auch nichts weiter. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht wollte mich auch einfach das Spiel nur ein bisschen hier anteasern, aber dass wir das Galazapdos einfach bekommen haben. Oh, und ich habe noch keinen der Galar-Birdies in echt, ne? Und ich hätte sie so gerne, ne? Aber alles das, was ich echt nicht habe, ziehe ich natürlich hier ohne Probleme. Das halt immer so. Und auch hier wieder kein Hit. 3 Packungen noch. Soll es sich doch bewahrheiten? War dieser eine Hit nur ein Alibi? Huch! Okay, da habe ich einen übersprungen. Ich glaube nicht, dass es ein Hit war. Wir werden aber gleich nochmal in die Übersicht gucken. Aus Versehen ein bisschen doppelt geklickt. Das tut mir natürlich leid. Aber schauen wir mal, ob das hier auch da. Keine weitere. Interessant. Soll sich das wirklich bewahrheiten, dass es online auch so ist? Spiralenergie sieht zwar ganz cool aus. Aber hier, ein Hit. Es war dafür ein richtig, richtig, richtig nicer Hit. Und wenn wir jetzt diese gucken, nee, es war nichts anderes. Okay, es steht ein Hit bei den schlechten Codekarten. Aber dafür ist es halt eine richtig geile Karte. Na gut. Gucken wir mal, was die guten Codekarten uns bringen. So, ich bin echt gespannt. 10 gute Codekarten. Und mal schauen, ob sich das in Hits auch widerspiegelt. Es würde mich auf jeden Fall auch super freuen, wenn ihr diesem Video noch einen Daumen nach oben gebt. Das hilft auf jeden Fall, damit es ein bisschen mehr Reichweite generiert. Oder wenn ihr noch einen netten Kommentar hinterher lasst und mir zum Beispiel eure Erfahrung teilt, wie das bei euch aussieht mit den Codekarten. So, also 10 gute. Und es beginnt mit einer stinknormalen Rare. Ne? Das kann eben auch passieren. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine Rare, die einen Holo-Effekt hatte. Ne? Ich glaube, das ist schon mal so das bezeichnet das Galalabados V in der Old Art. Oh, ich will es doch einfach nur in echt ziehen. Warum ziehe ich es denn hier? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay, das ist ein Hit. Ohne Frage, das war definitiv ein großer Hit. Aber kann das nicht auch so ein echt? Und da kommt doch ein Sanaconda V Max. Das ist Hit Nummer 2, definitiv. Die nächste hier ist eine Ultra Rare. Holy moly. Und wir haben noch 7 Packungen, damit sind wir schon bei 2. Soll sich das also wirklich komplett bestätigen, ja? Und da ist wieder ein Ultra Rare drin. Also auch ein Hit, auch wenn es nur eine normale V-Karte ist. Aber es scheint wohl echt zu sein. Ey, in Zukunft, wenn ich hier Codekarten eingebe, muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht nach hinten lusche, um zu schauen, ob da vielleicht denn Hits kommen oder nicht. Guck mal, hier zum Beispiel. Guck mal, das zum Beispiel, kein Holo-Effekt und nichts. Also ist es auch nicht immer garantiert, das definitiv. Aber die Chance ist ja bis jetzt schon, ja, wie viel hatten wir jetzt? 6 Packungen, 3 Hits, ne? Ja, ist auf jeden Fall schon höher. Also quasi jetzt bei 50% liegen wir noch. Je nachdem, ob wir nochmal einen ziehen. Nee, jetzt schon unter 50%. Na gut, aber einen sehe ich noch. Ein Hit sehe ich noch, Leute.
Ein noch. Wir haben noch zwei Booster-Packungen. Ne? Und wisst ihr, wo ich euch auch sehe? Natürlich gleich hoffentlich dann im nächsten Video, was ich euch gleich oben ran mache. Da könnt ihr gleich mal rein duschen. Aber ich bin gespannt. Ziehen wir jetzt hier noch was? Oder nicht? Nee. Aber es steht ein Hit bei den schlechten Codekarten und drei Hits bei den guten Codekarten. Tja. Ist es bestätigt? Vielleicht. Viel Spaß da.